Hallo, heute sind wir in Zoo Duisburg. Schnabel habe ich jetzt fest, dann passiert nichts. Ja, das sind zwei große Jungens, ja. Wir sind aber kurz vor der ersten Mauser. Dann kriegen die das Kleid der Erwachsenen und sind auf dem Heiratsmarkt. Und sind von Heiligabend. Das ist auch wieder was Besonderes. Das Kind. Ja. Von Montgomery, alle drei. Sind jetzt bald ein Jahr alt, ne? Ja. Noch ist ein kleiner. Guck mal, der ist aber jetzt ruhig, das ist schön. Wir lesen dich noch einmal ab, da ist die Nummer. So, jetzt hast du einen Personalausweis. Okay, schön. Ja, wir wollen heute unsere Brillenpinguine chippen. Das heißt, sie bekommen einen kleinen Mikrochip implantiert unter die Haut. Bei Pinguinen macht man das am Halsansatz, wo wir dann entscheiden oder wie wir dann feststellen können, welches Tier das ist. Im Prinzip der Personalausweis, wie unsere Hunde und unsere Katzen auch gechippt werden. Die Pinguine haben zusätzlich am Flügel noch kleine Flügelmarkierungen, so kleine Kabelbinder, die wir da drum haben in verschiedenen Farben. Wenn die aber durch irgendeinen Umstand, sei es Klopperei oder einfach Material wird spröde, irgendwann kaputt gehen, haben wir immer noch die Möglichkeit, die Tiere über den Mikrochip zu identifizieren. Wir haben zwei Tiere, die Weihnachten 2017 ein Jahr alt werden. Die jüngsten sind Tom und Jerry, die Weihnachtskinder. Die haben auch noch Jungtierkleid, sagen wir so. Die haben die Streifen noch nicht, die die Erwachsenen haben. Und dann Amy und Percy. Die sind schon ausgewachsen, erwachsen, am Heiratsmarkt sogar schon. Und Amy ist ganz was Besonderes. Die ist von zwei Witwern großgezogen worden. Die haben das mit Bravour gemacht. Und der Percy, das ist auch so ein Schützling. Herr Grün, das ist unser Pinguin Herr Grün, hat seine Frau verloren, da war der Percy 30 Gramm klein, also ganz, ganz klein. Und er hat ihn ganz alleine großgezogen als Papa. Also wunderbar, die haben wir ja ganz so lieb beide. Dieses Jahr im Mai haben wir fünf Französinnen bekommen. Und rate mal, wer sich als Erste eine Partnerin gefunden hat, das war der Herr Grün. Herr Grün hat sich eine Französin angelacht. Und da sind wir sehr, sehr froh. Und der Rest wird sich jetzt auch zeigen. Die Kabelbinder benutzen wir zur optischen Markierung, damit wir nicht immer wieder Tierarzt brauchen mit dem Chipgerät. Und Männer haben die Markierung rechts am Flügel und die Mädels links am Flügel. Und die noch nicht verheiratet sind, haben Doppelmarkierung, weil wir leider nicht genügend Farbauswahl haben in den Kabelbändern. Da muss man uns dann so helfen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Damit ihr kein Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.